Hast du an? Jetzt ist an. Also hier steht ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 22, etwas vom Anteil am Baum des Lebens. Ja. Bei der Zeugen-Jehova-Bibel stand was von Bäumen. Das sind ja auch mehrere Bäume hier. Im Paradies gab es ja auch nur einen Baum des Lebens. Ja. Also ich finde, für die Menschen ist der Baum des Lebens total wichtig. Und deswegen im Kapitel das neue Jerusalem. 22, der Anfang davon. Ja. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom hüben und drüben steht ein Baum des Lebens. 12-mal trägt er Früchte. Jeden Monat gibt er seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Amen.